UEFA Supercup Finale zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt. Real Madrid hat noch nicht mit der Saison begonnen, die Vorbereitung lief durchwachsen, zuletzt schlug man zumindest Juventus mit 2:0. Eintracht Frankfurt hat es mal so richtig in den Sand gesetzt, sie kassierten eine 1:6 Packung gegen Bayern Real, hier der Favorit und von Beginn an auch erstmal mit dem Fuß auf dem Gaspedal, Vinicius Junior mit dem 1:0 nach gerade mal 8 Spielminuten. Und als Frankfurt-Fan musste man kurz Angst haben, würde es wieder so übel werden wie gegen die Bayern? Nein, plötzlich zeigten sie ein anderes Gesicht. Kolo Muani, Courtois unsicher und Eder Militao. Absolut wahnsinnig, was er hier macht, ist sich damit Courtois überhaupt nicht einig. Und so steht es 1:1. Etwas überraschend, aber Frankfurt konnte davon zehren. Rode, 25. Minute, die Eintracht, sie spielte hier auf Augenhöhe mit. Das hatte dann doch wieder eher Europa League-Vibes aus der Vorsaison, nicht mehr das, was man jetzt zu Saisonbeginn gegen die Bayern zeigte. Aber defensiv, da hakelte es noch. Und Real Madrid weiß, diese Schwächen auszunutzen. Luka Modric in Mittelstürmerposition erzielt da vor der Pause nach einer halben Stunde noch das 2:1. Damit ging es dann erstmal in die Halbzeit. Aber Frankfurt machte gut weiter im zweiten Durchgang. Götze, Knauf, Kolo, Muani. Er wohl der einzige Lichtblick. Er traf ja, nutzte den Fehler von Neuer aus. Hier scheitert er aber an Thibaut Courtois. Gefährliche Standardsituation. 17 Meter Torentfernung. Philipp Kostic macht den Ball rein. Es wird ja immer noch diskutiert. Bleibt er? Geht er? Hier zeigt er, wie wichtig es wäre, wenn sie ihn halten könnten. 2:2. Auf der anderen Seite die nächste gefährliche Standardsituation. Toni Kroos, der macht es auch nicht schlecht, trifft aber nur das Außennetz. Es war wirklich absolut ausgeglichen. Man konnte hier nicht absehen, ob es vielleicht in die Verlängerung gehen würde. Wer hätte hier das letzte Wort? Real Madrid kam noch einmal nach vorne über Vinicius Junior. Der legt den Ball zurück. Mondi, Benzema, Luka Modric, Luka Modric. Und so ist Real Madrid. In der Nachspielzeit treffen sie am liebsten. Und so sichern sie sich ganz spät den Titel, den UEFA Supercup. Frankfurt kann trotzdem stolz auf sich sein. Hat toll mitgehalten. Der Pokal trägt aber den Namen Real Madrid.